So, mein erster Post, meine erste Story des heutigen Tages. Ja, heute Morgen hat es irgendwie nicht geklappt. Ich war irgendwie total platt und habe irgendwie verpennt und alles Mögliche. Ja, auf jeden Fall, heute erster Tag Nichtraucher. Und ich muss sagen, heute fiel es mir jetzt bis jetzt noch überhaupt nicht schwer. Hatte bis jetzt eigentlich echt noch keine so richtigen Suchterscheinungen. Also im Moment ist alles ganz gechillt. Aber ich habe ja schon ein paar Mal aufgehört. Und so mein Suchtproblem kommt immer erst so ein paar Tage später. Ja? Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ja, ansonsten heute wieder Switch emigriert. Und zwar echt langweilig. Ja, also ja, wie gesagt, jeden Tag brauche ich das nicht. Und ich bin dann echt auch froh, wenn die Woche rum ist. Und ich nächste Woche wieder meinem normalen Job nachgehen kann und wieder auf der Piste bin. Das ist mir einfach wesentlich lieber. Jo, ansonsten, wie gesagt, jetzt haben wir 15 Uhr. Und der Tag ist noch jung. Ich habe noch keine Ahnung, was ich jetzt so mache. Auf jeden Fall in Grenzach-Wieland bleibe ich sicherlich nicht den ganzen Tag, weil hier ist eigentlich nichts. Ja, so muss man es echt sagen. Ja, zwei Discounter und ein, ja, was soll ich sagen, Supermarkt, ein etwas größerer, aber ansonsten war es das schon. Aber ja, hier in der Nähe sind ein paar Dinge, die man sich vielleicht mal angucken kann. Wetter ist jetzt auch nicht so toll, aber ja, jetzt schauen wir mal. Ja, jetzt war ich ein bisschen unterwegs und zwar da ja in Grenzach-Wielen wirklich einkaufstechnisch so gut wie gar nichts geht. Musste ich jetzt nach Lörrach fahren. Ich habe unbedingt AdBlue gebraucht, sonst startet irgendwann das Auto nicht mehr, wenn kein AdBlue drin ist. Ja, und ich muss sagen, hey, was mich hier echt extrem nervt, sind die ganzen Schweizer. Es ist wirklich alles voll mit Schweizern, egal wo du hingehst, Kaufland, Lidl, Aldi, nur Schweizer, ja, mit teilweise zwei Einkaufswegen, musst also echt ewig warten, bis du an die Kasse kommst. Und ja, also das ist wirklich Katastrophe. Also ich würde sie alle irgendwie des Landes verweisen, echt, wenn ich was zu sagen hätte. So, ich melde mich nochmal zur nächtlichen Stunde, weil ich war jetzt so kurz an der Tankstelle hinten. Die hat nämlich noch bis 9 offen. Was für ein Glück, wir haben jetzt 10 vor 9. Ich musste mir jetzt noch irgendwas Süßes holen. So für die Nerven, ne? Ja, aber insgesamt so mit dem Nichtrauchen klappt es sehr, sehr gut. Bin zufrieden. Also jetzt mal der erste Tag, ne? Und jetzt müssen wir abwarten, bis morgen läuft. Morgen geht es um 8 Uhr los. Beim Auftraggeber wieder diese Switche migrieren. Morgen, übermorgen noch und dann ist der Spuk vorbei. Und ich laufe hier übrigens gerade an der Hauptstraße von Grenzach-Wielen. Ja, damit ihr mal seht, was hier los ist. Gar nichts. Ja. Dass jetzt hier mal ein paar Autos gefahren sind, war jetzt eher eine Ausnahme. Jetzt bleibt es wahrscheinlich wieder einige Zeit ruhig. Ne? Also, dann wünsche ich einen schönen Abend. Bis morgen.